Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Mensch, Lenny, du alte Kauleiste. Moment mal. Mir kommt das so vor, als wenn wir dann eine Zeit lang fast jeden Tag gesagt hätten. Alter, in der ganzen ersten Staffel von Die Zwei aus Berlin haben wir uns so gegrüßt. Wie, erste Staffel? Du willst ja nicht echt sagen, dass unser Leben hier nur eine Sendung ist, so eine Art Show fürs Radio. Ach, so kannst du das auch nicht sehen, mein Alter. Ich mein, Mensch, ey, das passiert uns halt. Und wir sind halt so krass und nehmen das alles auf. Also war es doch nur eine Show. Eine Realitäts-Soap-Opera, sozusagen, oder wie man das nennt. Ja. Und was machen wir jetzt hier in dem Studio? Naja, wir beide haben nun schon 3 Staffeln gemacht und da wird's Zeit für eine Zusammenfassung. Und wir haben ja hier auch mächtig viel Fanpost, die wir auch noch beantworten sollten. Da wusste ich ja gar nichts davon. Du hast mich sozusagen unter falschen Gründen hierher gelockt und meintest, lass uns was trinken. Müllerstraße 12, da ist ein neuer Club. Und was ist nun? Nix Bier, nix Bar, nur ein Tonstudio. Naja, anders bekommt man dich ja nicht mehr aus deiner Wohnung raus, Alter. Und irgendwie muss man dich herauslocken. Stimmt schon. Seitdem die Bude neu gestrichen wurde, bin ich gern da. Und das soll auch so bleiben. Also, legen wir mal los. Yep, so sehe ich das aber auch. Also, auf geht's. Hier unsere Fanpost mit Fragen. Ich gebe dir mal 3 und ich nehme mal 3 und dann geht's los. Na denn, mach ich mal auf. Mal lesen. Dies hier ist von Inge aus Köln und sie schreibt: Hallo Mohat und Lenny, wie kommt es, dass ihr beiden so vergesslich seid? Na, das ist doch Lego. Das war damals in Berlin, vor der Berliner Mauer. Ich glaube Staffel 1, als Lenny und ich uns diese Wette gemacht haben. Und das war echt krass, Inge, ey, das sage ich dir, das musst du dir unbedingt mal anhören. Ganz genau, die Sache da mit dem Wetter, da wo du und ich, wo wir nachts durchs Berliner Tor gelaufen sind, nackt, das war einfach genial. Okay, ich hoffe, wir konnten deine Frage beantworten. Also Walter, hier haben wir Thomas aus Brandenburg und er fragt: Lenny und Mohat, was war eure Lieblingsfolge? Also meine persönliche Lieblingsfolge war die mit dem Highlander. Da kam ich mir am besten vor, wisst ihr, mit so Schwertern einfach durch die Kante hüpfen und zu sagen: Hey, Mohat, Highlander. Ich kam da mir voll cool vor, hab glaube ich auch ein Date gehabt mit dem richtigen Regisseur, mit dem richtigen Darsteller vom Highlander, mit diesem Duncan MacLeod. Ich weiß jetzt gar nicht, wer er richtig hieß. Aber mit dem hatte ich ein Date gehabt, hab mich da mal unterhalten, damit ich die Rolle auch optimal kann. Und er hat gesagt, es kann nur einen geben, hat mir ein blaues Auge verpasst. Aber war richtig geil. Meine Lieblingsfolge auf jeden Fall. Also meine Lieblingsfolge ist die, wo wir Werner geköpft haben in Frankreich. Das war echt lustig. Die fand ich total okay. Aber mal weiter. Hier, Jana aus Ansbach. Sie will wissen, ob wir wirklich so vergesslich sind oder ob wir da nur so tun. Was wollen wir hier gleich nochmal machen? Spaß beiseite. Naja, irgendwie sind wir halt doch so Rille. Ganz Lego, so ist das eben. Außerdem haben du und ich ja ein fototechnisches Gedächtnis. Bedeutet, wir merken uns die ganze Sache und so bildweise. Und wenn mal ein Bild fehlt, zack, dann haben wir natürlich einen Bildriss. So sieht's aus, ganz genauso, als wenn ein Film weg ist. Das nennt man dann ja auch irgendwie Filmriss. Okay, hier kommen wir jetzt mal zu Christine aus Kellewitz. Sie will wissen, wie viele Folgen wir noch machen wollen. Also die Folge ist ja immer das Ergebnis aus dem, was uns passiert ist, was uns die Autoren auf den Leib schreiben. Und irgendwie passiert uns halt viel und es wird uns auch noch viel passieren. Und ich hoffe einfach, dass die Autoren noch viele coole Ideen haben, wo sie uns hinschicken können und so. Also ich glaube, es wird noch viele Folgen geben. Was meinst du, Lenny? Also ich sag mal, so nach 1000 Folgen ist Schluss. Mehr können Mohat und Ike euch nicht zumuten. Denke mal, 1000 Folgen sind eine verdammt lange Serie. Na, so sieht's aus. Nun kommt Karl aus Karl-Marx-Stadt. Ey, das passt ja toll zu seinem Namen, ey. Das ist genauso wie Karl aus Carla. Aber zu seiner Frage. Er fragt, warum Werner immer so schlecht wegkommt bei uns. Wie wegkommen? Der will ja nicht mal weggehen. Ich verstehe die Frage nicht. Der kommt da bei uns immer besser weg als in seinem echten Leben. Na, so sieht's mal aus, ey. Ich muss dir total zustimmen, mein Messer. Der hat echt Glück, dass wir ihn immer so gut wegkommen lassen hier bei uns. Denn normalerweise, naja, der macht ab und zu unser Werner auch mal in die Hose und andere Sachen. Das ist eigentlich so Sachen eben, die wir nicht erzählen wollen und eigentlich auch völlig egal sind. Der kommt echt gut weg bei uns. Ganz genau. Wir haben auch unseren Stolz. Also, neue Frage. Der Thomas aus Duisburg mag wissen, warum ist Caro nie in der Serie? Ganz einfach, mein Messer. Die ist Studentin und du weißt ja, die haben nie viel Geld. Und naja, als ich die nun gefragt habe, ob sie nicht Bock hätte, bei unserer Serie mitzusprechen, meinte sie so: Naja, du, ich bin Studentin, ich brauche 2000 Euro pro Folge, dann bin ich bei. Und da sagte ich: Hey, das kannst du mal knicken, kannst ja deine Eltern wegen Geld anpumpen, aber nicht mit mir und meinen Freunden, du weißt ja, wir haben eh nichts. Naja, und am Ende mussten wir ihr doch 3000 Glocken geben, damit wir ihren Namen verwenden durften. Naja, solange es nur 3000 Glocken waren und nicht 3000 Euro, ist das ja okay, ja? Sind wir ja noch günstig weggekommen. Eine Weihnachtsbaumglocke kostet 10 Cent, das wären ja dann nur 300 Euro. Haha, ein guter Deal. Ja, so ist es.
Aber der Tina-Ding aus Duisburg will wissen, ob Lenny noch Solo ist. Das ist eine Frage. Die kann ich dir selbst nicht ganz genau beantworten. Weil, naja, da ist in Berlin so eine Sache. Berlin ist ja die City der einsamen Herzen. Den Ruf hat Berlin nicht umsonst. Jeder zweite Bewohner von Berlin ist Single. Doch, bei mir ist das alles was komplizierter. Naja, Lenny, du lässt dir halt Freiraum für mehr und so. Naja, wir haben ja noch ein paar gute Fragen, oder? Ob die gut sind, kann ich dir nicht genau sagen. Aber wir haben noch welche. Ingo aus Leineburg will wissen, wer eigentlich hier Geschichten schreibt. Wie soll ich denn sagen? Naja, eigentlich, soweit ich das weiß, machen das der Terry und der Timmy immer. Die sind total klirr im Kopf, die setzen sich irgendwann mal zusammen und erfinden irgendwelche Stories über uns und dann mischen wir das mit Sachen, die uns vielleicht passiert sind und ich muss sagen, da kommt dann immer ganz schön viel Scheiße bei raus, aber ich finde es auch gleichzeitig sau lustig. Ich hoffe, ihr draußen auch, oder? Okay, Klaus aus Geilen, Gelsenkirchen, mag wissen, was so in der vierten Staffel abgeht. Naja, mir wird ein Fingernagel abgehen und ich habe von dem Autoren gehört, dass die uns in so eine komische Stadt stecken wollen, hey. Naja, Alter, du, ob Berlin komisch ist, weiß ich nicht. Ich habe mit einem Autor gesprochen, den Timmy, der meinte, die werden uns diesmal nicht ins Ausland schicken, nicht nach Rügen und nicht nach Hawaii. Also, wir bleiben in Berlin und werden die ganzen Sachen etwas leicht verändert sehen. Na, da bin ich aber mal ganz gespannt. Aber du, Lenny, ist dir mal was aufgefallen? Es gab noch keine Fragesteller aus Berlin, Alter. Ey, das ist ja mal ganz krass. Die Serie heißt doch Die Zwei aus Berlin-Mitte? Das kann doch nicht sein. Warte mal, ich will mal. Jens aus Hamburg, Günther aus Dresden und Ernst aus Weidau, Egon aus Jena, ich glaub's nicht. Warte mal, da ist eine Caro aus Berlin. Hm, und sie fragt, warum kann Murat immer nur 15 Minuten im... okay, das war nur ein Joke. Ich wollte mal die Situation hier ein bisschen auffrischen und so... Also, ich hab auch gehört, dass Caro sich da mal zu geäußert hat. Lenny, sei einfach mal leise, Alter. Es gibt Dinge, die interessieren unsere Zuhörer einfach nicht. Also, weitersuchen. Clara aus Berlin-Kreuzberg hätte ich zum Beispiel hier jetzt gefunden. Na, da bin ich mal gespannt, was die wieder fragt. Und sie fragt, warum hat Lenny, der so lange in Berlin wohnt, nicht mal ansatzweise Berliner Dialekt? Also, das ist ganz einfach erklärt. Damals, als ich noch in NRW war, da habe ich wegen unzähligen Delikten vor Gericht gestanden. Ja, und so ist das gekommen, dass ich gesagt habe, nie wieder Dialekte. Also auch nicht den Berliner Dialekt. So, Murat, ich glaube, wir beide haben jetzt genug beantwortet. Wenn er mehr von uns, über uns, mit uns oder alles andere wissen will, der soll am besten mal auf unsere Homepage gehen. Radioshow.co.nr. Da findet ihr uns, den Lenny, den Murat, den Howie und natürlich den Werner. Ganz genau, Lenny, so ist es. Dort gibt's auch bald mal Staffel 4 und irgendwann... Unser Buch und Autogrammkarten sollst du auch heben und Tassen und auch so ein Videospiel für die PlayStation 3. Die Zwei aus Berlin Mitte in geheimer Mission gibt's da. Dann ganz besonders cool unsere Musik-CD, die den Namen hat. Die Zwei aus Berlin Mitte singen mit. Klasse Sache, klasse Ding, das kostet... Murat, wir sind ja nicht auf einer Werbeveranstaltung oder Kaffeefahrt, wo du den Leuten was verkaufen musst. Lass dir einfach nochmal stöbern, vor allem Spaß haben. Okay, und in dem Sinne, ne? Lass uns mal zur Schenke daddeln. Ich hab Durst. Ich hab ein Mordsmäßchen Brand. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Lassen wir uns mal gehen und so. Ich möchte dann zum Schluss mich erstmal bedanken, dass ihr hier so krank zugehört habt und so, dass ihr so locker drauf seid. Hoffe natürlich, ihr hattet hier viel Spaß mit bei und ich hoffe, ihr seid bei der vierten Staffel auch mit bei und hört einfach mal rein, wenn Lenny und ich wieder total coole Sachen in dieser komischen Stadt erleben, die ich noch nicht sagen darf. Ist auf jeden Fall nicht Ausland oder so. Aber es ist ja auch egal. Also seid einfach bei. Ich lasse jetzt den Lenny hier nochmal was labern, ob er hier irgendwas hat und so. Ich weiß auch nicht mehr, was ich ihm noch sagen soll. Ich sage einfach mal Tschüss und danke, dass ihr schon über 90 Folgen von uns ausgehalten habt. Ganz genau, Alter. Berlin.